So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Warum hängt? Aber kurz, läuft hier noch ein Video? Ach ja, hier läuft noch ein Video. Ah, jetzt sieht man eigentlich das eigentliche Bild. Beziehungsweise so. Okay, jetzt war das Ganze schon wesentlich weniger verwirrend hier. Genau, wir sind, wir waren, wir haben eine Was? Egal. Wir wollen ein Test-Let's Play machen mit einem wunderschönen neu aufgesetzten Server, bei dem jetzt alles frisch ist. Ja, die Welt ist zurückgesetzt. Die Mindtest-Version ist nahezu aktuell. Ich nutze ja immer die Voll-10er-Potenz-Versionen. Gedingsgedöns. Hast du nicht gesehen? Soll heißen, ich nutze jetzt nicht die 5.6.1, die jetzt aktuell ist, sondern die 5.6.0. Ne, weil ich will jetzt nicht mit jeder Version mitgehen, sondern halt zumindest so die ganzen großen Releases. Also sowas wie 5.6 halt. So. Nein, ich registriere ab schon. Okay. So, weitere Aktion, Vollbild. Und hier kannst du auch mal auf Vollbild gehen, also auf Fenstermodus, genau. Das heißt, die Mindtest-Version ist jetzt top aktuell auf den Servern. Alle anderen Sachen habe ich komplett umgekrempelt. Das heißt, sämtliche Mods, die drinne sind auf meinen Servern, sind nicht so, wie ich sie damals gemacht hatte, in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ich überall die ZIP-Dateien gedownloadet habe bei Git oder die ZIP-Dateien manuell entpackt habe, sondern ich habe jetzt wirklich ein Skript, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Es sieht sehr geil aus. So, da haben wir wieder unser das Ding. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Mytest. So. Bap. So, hier ist mein Mytest-Ordner. Warum ich im Mytest-Ordner noch einen Mytest-Ordner habe, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Es war so auf meinem Laptop der Fall und ich habe eins zu eins einfach die Struktur wiederhergestellt. Ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen unsinnig, aber ich lasse es so, weil es keine Nachteile bietet. Von daher. So, jetzt habe ich hier in meinem Weltenordner den Mod-Ordner. Und früher hatte ich es so, ich habe diese ganzen Ordner hier immer per ZIP runtergeladen und manuell entparkt, was natürlich das Updaten dieser Mods unglaublich schwierig gemacht hat. Deswegen waren bei mir immer die Probleme, dass manche Mods sehr veraltet waren. Meine gesamten Server waren immer sehr veraltet, wie man ja teilweise gemerkt hat. Also Mytest Game und Mytest selber waren immer auf dem aktuellen Stand, aber die Mods nicht so. Deswegen habe ich jetzt das Ganze komplett über den Haufen geworfen, alle Mods gelöscht, mit Ausnahme einer paar, und habe jetzt hier Skripte erstellt und das Init-Skript. Das lädt direkt von Git alle Mods runter über den Clone-Command von Git. So. Macht auf den ersten Moment jetzt keinen Unterschied, ob man das Ganze jetzt als ZIP runterlädt und das dann entpackt oder per Git-Clone macht. Aber Git-Clone hat einen Vorteil. Denn ich kann mit einem Update-Skript, ich weiß, es sieht nicht schön aus, aber es ist zwecksmäßig, in jedes Verzeichnis reingehen. Unten geht Pull-Request senden. Also ein Update durchführen. Einfach ausgedrückt. Dann wieder rausgehen, ins nächste Verzeichnis reingehen, updaten, rausgehen, ins nächste Verzeichnis reingehen, updaten, rausgehen. Das durch alle Mods hindurch. Brrr. Das ist unendlich viel besser. Weil ich kann einfach dieses Skript ausführen und alle Mods sind wieder up to date. Und ich kann auch, wenn ich mal komplett einfach gaga im Kopf bin, mit dem Skript clear, einfach alle Mods wieder komplett löschen, die ich über Git gezogen habe. Deswegen sind die hier manuell drin und ich einfach lösche alles, weil wenn er einfach alles löschen würde, würde er auch diesen Ordner löschen. Deswegen löscht er nur die Dateien, die ich auch über Git hier beziehe. Und dann kann ich wieder mit Init alle Ordner wieder neu anlegen lassen. Das macht das Ganze halt wesentlich cleaner. Ein paar Mods habe ich hier drinne, die nicht über Git sind. Das sind die Mods, die ich früher mal entweder selbst erstellt hatte
Oder wo ich von KollegInnen die zur Verfügung gestellt bekommen hatte, die es so im Internet über Git nicht gibt. Das sind die Sachen hier. Ja? Das Ding habe ich selbst erstellt. Das ist meine Admin-Achse und sowas alles. Das ist eine Mod, die gab es damals nur über einen bestimmten Internet-Link und war sonst nie öffentlich. Infek weiß ich gerade gar nicht. Das hier ist eine Mod, da ist das Git-Repository down. Das heißt, die gab es mal über Git, jetzt aktuell aber nicht mehr. Und XArmor, da war irgendwas, ich weiß jetzt gerade nicht, was da war, aber irgendwas mit Git hat da nicht funktioniert oder man musste sich da irgendwie einloggen oder irgendwie sowas. Das heißt, die fünf Mods, die kopiere ich immer manuell von diesem Ordner in den Hauptordner. Das heißt, wenn ich diesen Clear-Befehl ausführe, ist der Ordner auch noch vorhanden, der Ordner noch vorhanden. Also die Ordner, die hier drin sind, sind dann auch noch in dem Ordner drin. Die muss ich dann also manuell löschen. Muss ich nicht, weil die ändern sich ja nicht. Ne, aber so ist mein Mod-Management super geil. Und beim Server 3, also bei meinem Created-Server, habe ich ja nicht nur den Mod-Ordner, sondern ich habe ja auch noch in der Welt selber einen World-Mods-Ordner. So rum. Und da habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich habe auch diese drei Skripte. Das heißt, all diese Mods, die speziell für mein Creative-Server sind, werden alle über Git gezogen, hier auch wirklich alle. Wenn alle über Git gezogen werden, können alle über ein Skript geupdatet werden. Dies, das, Ananas. Sehr geil. So muss Mod-Management laufen. Weil jetzt kann ich nämlich wirklich, ich kann mein Test über Git updaten. Ich kann mein Test Game und mein Cron 2 updaten. Ich kann alle Mods updaten. Und es ist für mich alles super übersichtlich und super. Also, es hat sich auf meinen Servern einiges getan. Und das ist halt auch einer der Gründe gewesen, weswegen ich gesagt habe: Okay, ich setze auch die Welten zurück, damit jetzt wirklich alles super clean neu aufgezogen ist. So. So viel dazu. Jetzt ist die Frage, ich hasse diesen Wald hier. Wo gehen wir hin, um unser kleines Let's Play-Business zu starten? Wir rennen einfach mal hier so durch den Wald durch. Mal gucken, wo wir ankommen. Wir können ja unterwegs so ein paar Pilze mitnehmen, wobei ich nicht weiß, ob die Pilze irgendwas bringen. Die Pilze kann man sogar essen, richtig? Oh, ich habe Geld bekommen. Habe ich jetzt gegessen? Was ich übrigens nicht weiß, ist, warum die Hungermod nicht funktioniert. Ich habe eine Hungermod drauf, auch über Git, die aktuelle Version. Aber wie man sieht, die funktioniert doch nicht. Warum das so ist, muss ich noch herausfinden. Das heißt, die funktioniert jetzt. Funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob sie nicht funktioniert, aber sie zeigt zumindest keinen Balken an. Normalerweise war ja auch immer noch ein Hungerbalken und ein Armorbalken. Armorbalken habe ich jetzt natürlich noch sowieso nicht, weil ich habe noch keine Rüstung an. So, mal kurz gucken. Das ist jetzt der Screen und im Fenstermodus wird meint das schon wieder nicht. Was ist mit diesem OBS los? Warum behält er nicht meine Fenster? Sobald du mal ein bisschen performant aufnehmen möchtest und direkt vom Fenster das Bild abgreifen möchtest, ist meint das einfach dumm. So, das ist. Genau, jetzt habe ich. Genau. Im Bildschirmmodus habe ich nur 50 Bilder pro Sekunde und im Fenstermodus habe ich volle 60 Bilder pro Sekunde. So wie es sein soll. So, ja, genau. Das heißt, diese Hungermod scheint scheinbar noch nicht zu funktionieren. Da muss ich noch mal ein bisschen nachrecherchieren, was zur Hölle da los ist. So, wo gehen wir eigentlich hin? Hier ist so ein bisschen ein Berg, hier haben wir ein bisschen Übersicht. Ich meine, ich kenne unsere Map noch von meinem alten Server noch so einigermaßen. Da war der Spawn. Hier war ich nie. Da war der. Also da hinten war auf jeden Fall unsere Let's Play-Welt. Ne, hier, da war so der Spawn. Und wenn man da hinten war dann so ein großer Berg. Also der ist ja immer noch. Also wieder, aber so weit reicht meine Sicht gerade gar nicht.
Und rechts neben dem Berg war ja da unsere Let's Play-Welt. Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung weiter. Sind wir mal bei einem ganzen neuen Gebiet. Beziehungsweise ganz neu ist es nicht, weil da hinten, da war ich ja auch aktiv. Da war ja damals mein AKW und mein großes Hotel. Aber ich war halt in die Richtung, war ich noch nie unterwegs. Genauso wie ich auch noch nicht in die Richtung unterwegs war. Ja, also von meinem alten Server kannte ich durchaus nicht alles. Naja, sowieso nicht, weil ich meine, die Map ist scheiße riesengroß. Ich kenne es also in jede Richtung bloß ein paar hundert bis paar tausend Blöcke. Und das war es dann auch schon. Aber es geht ja in jede Richtung jeweils 30.000 Blöcke. Also, da ist noch ein bisschen mehr als das, was man so mal schnell zu Fuß ablaufen kann. So, gleich mal hier ein paar Äpfel mitnehmen. Was mich jetzt mal interessieren würde. Wir haben ja alle... Ah, nee, wir haben nicht mehr alle Berechnungen, ne? Wir haben ja alles zurückgesetzt. Das heißt, ich habe nur noch diese drei. Ich gehe also mal ganz kurz per Konsole rein und gebe mir mal wieder alle Rechte. Grant Walker All. Ich war noch nicht per Walker Konsole drin. Oh Mann. Muss ich auch wieder anrichten hier, Konsole. Nee, brauchen wir nicht. Registrieren. Passwort ist uninteressant. So, machen wir es hier. Hallo. Achso, wo geht's? Grant Walker All. Und dann, okay. Rogue Walker Creative. So. Jetzt ist der Server bereit fürs Let's Play. Sehr schnieke. Okay, jetzt müssten wir auch... Was wollte ich eigentlich gerade machen? Ich wollte doch gerade irgendwas... Ah ja, genau. Ich wollte hochfliegen und mich fallen lassen. Das ist vielleicht ein bisschen sehr hoch. Bremse bis abbremsen hier. So, jetzt haben wir 12% Schaden bekommen. Wenn ich jetzt einen Apfel esse... Ja, wird direkt beim Herzen gut geschrieben. Das heißt, die Hungermod funktioniert nicht. Schade eigentlich, warum nicht? Da müssen wir direkt mal reingrätschen. So. Und direkt mal gucken, warum die nicht funktioniert. Weil drauf ist sie. Oder ist sie nicht aktiv? Wartet mal ganz kurz. Kann es jetzt echt so ein dummer Fehler sein, wie dass die Mod einfach nicht aktiv ist? Hunger. Die ist einfach hutbar, ne? Hutbars ist aktiv. Und die andere hieß Hutbar noch was. Hutbar Armor ist aktiv. Und mehr gibt's nicht. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz reingucken hier bei Dingsabumster. Ja, schön, ne? Wie YouTube immer, wie OBS immer gleich die eigenen Vorzüge verrät. Ja, okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Ach so, für die Leute, die jetzt denken, oh mein Gott, so kenne ich Ronny ja gar nicht. Keine Angst, ich beziehe hierüber nur Hentais. Ich bleibe meiner Hentai-Schiene treu. Keine Angst. Was wollte ich jetzt? Ich wollte gucken, wie dieser Hutbar-Mod. Das war von Wusi. Hutbar hieß die einfach, ne? Genau. Bin ich mal gespannt, das ist, wo ist denn der Forumsbeitrag dafür? Gehen wir mal hier drauf einmal ein. Machen wir einfach mal meinen Test. Da kommen wir ja schon aufs Richtige. Mein Internet schon wieder. Ja, und das ist auch genau der Grund, deswegen. Ah, da ist er. Deswegen werde ich meine Server wirklich frühestens dann online nehmen, wenn wir Glasfaser haben. Weil wenn das schon ewig dauert, so ein fucking Forum aufzurufen. Gut, hier kann es jetzt auch am Forum liegen. Das meint das Forum an sich ist ja auch sehr buggy und sehr träge und sehr langsam und sehr alles. Aber selbst Google hat man gesehen. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz ein das ist mein Ping. Ja, und das war's.
Der nächste, ja. Willkommen in meiner Welt. Von Super RTL. Noch Fragen? Deswegen, also frühestens, sobald Glasfaser da ist. So, this mod replaces the built-in health and wealth indicator and a nice progress bar that shows the icon label, blablabla. Plus makes example quite far from AVI. Genau, das hier. Jetzt muss ich mal gucken. List of Mods. Ach, ist doch eine extra Mod, die ich installieren muss. Ich dachte, die wurde. Okay, gut, dann haben wir das ja schon. Das heißt, dann werde ich jetzt, damit ihr auch mal den Werdegang sieht, wie man eine Mod in mein bestehendes System einpflegt, werde ich jetzt Folgendes machen. Wir. Oh mein Gott, wartet mal bitte. So, und da bin ich wieder da. Vorige Folge, diese Folge, da zieht sich gerade durch so ein roter Faden. Genau, so. Das heißt, wir nehmen jetzt hier dieses Git-Repository, dieses Codeberg. Ja, warum jetzt nicht? Also, es gibt mittlerweile zigtausend verschiedene Hoster. Sieht man ja hier in meinem Init-Skript, glaube. Da. Mal rausgehen hier. So, wie sieht man es ja? Ne, die meisten nutzen natürlich GitHub, klar, aber viele nutzen auch GitLab, manche Notebug, manche Codeberg, manche Repo, sehr viele verschiedene Anbieter. Wäre natürlich richtig geil, das ist meine Meinung natürlich wieder, wenn mindtest.net sowas hosten würde, wo dann einfach alle Mods zentral. Ich meine, jetzt gibt es bereits eine zentrale Anlaufstelle, und zwar hier GitHub slash mytestmods. Ist ja so eine Sammlung. Aber wenn man quasi einfach alle auf mytest.com irgendwie hochlädt oder mytest.net, und man da dann quasi ein zentrales Git-Repository hat für alle Mods, für alle Leute. Das wäre natürlich schon geil. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir wollten hier, also das ist unser Repository, das kopieren wir uns mal kurz, Adresse links kopieren. Gucken, ob das doch tatsächlich zu einem Git läuft. Meine Internet ist so schnell. So, okay, wir sehen hier ist ganz normales, ne, ganz normales Git. Hier haben wir auch die verschiedenen Dinger da. Also alles wunderbar. Das heißt, das ist ein offizieller, ein funktionierendes Git-Repository höchstwahrscheinlich. Und das können wir jetzt hier bei uns einpflegen. Mit Kate einmal öffnen. Beziehungsweise ist halt der falsche Server. Ich mache es mal auf unserem Test-Server erstmal. Auf den anderen Servern migrieren kann ich es später immer noch. Mods. So, als allererstes bei Init. Ich habe es hier sehr gerne, wenn ich das Ganze ein bisschen alphabetisch sortiere. Das heißt, ich habe schon irgendwelche Sachen, die mit MyTest anfangen. Ne, hier. MyTest Hotbar Armor, MyTest Hotbars. Und alphabetisch würde es also darunter sein. Git, Clone und jetzt den Link. Und da haben wir Hotbar Armors, Hotbar Hungers und die Haupt-API-Mod. So, das speichern wir jetzt. Und jetzt das Geile, selbst wenn die ganzen Ordner bereits vorhanden sind, kann ich trotzdem ein Init-Skript laufen lassen. Denn alle Ordner, die bereits da sind, werden einfach übersprungen. Git ist so geil. Und jetzt, hier macht er gerade aktuell immer mal ein bisschen größer. Er macht das Ordner, die Mod, die halt noch fehlt. Und alle anderen werden wieder einfach übersprungen. Ist das nicht geil? Ist das nicht. Mua? Wie gesagt, ist natürlich nur initial. Das heißt, die Mods werden auch dann übersprungen, wenn sie veraltet sind. Weil er guckt einfach nur, ist der Ordner bereits da? Wenn ja, überspringe ich. Deswegen ist das nur zum Initialisieren geeignet. Zum Updaten hab ich ja halt dann sowieso meine eigenen Skripte. Die müssen wir jetzt natürlich auch noch anpassen. Das heißt, wir gucken jetzt, wie der Ordner heißt. Ja, das hier ist der Ordner. Kopieren das Ganze einmal und fügen das jetzt hier ins Update-Skript ein. Jetzt
Hier auch wieder schön eine ästhetische Sache nach Alphabet gehen. Das heißt, in das Verzeichnis wechseln. Wenn das erfolgreich ist, updaten. Und wenn das erfolgreich ist, ja, das hier ist eigentlich unnötig. Ne, da könnte man auch einfach sowas hier benutzen. Warum ich da jetzt und gemacht habe, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch nicht, aber funktioniert auch so. Oh, genau. Jetzt haben wir es hier im Update-Skript mit drin. Und natürlich auch noch im Clear-Skript mit hinzufügen. So, da haben wir es hier. Remove. Erzwungenermaßen das Verzeichnis. Also R steht jetzt nicht für Verzeichnis, ist jetzt nicht Directory, sonst wäre es ein D, sondern heißt Reclusive. Das heißt, er erwartet nicht unbedingt eine Datei, sondern er kann auch Ordner verarbeiten, die er natürlich, in denen er natürlich absteigen muss. Deswegen braucht man für Ordner dieses Recursive. So, schon sind alle Dinge angepasst. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen. Und zwar müssen wir in meinem Server diese Mod auch aktivieren. Dafür gehen wir hier bei world.mt rein und suchen jetzt hier, wo die Hotbar Armor ist. Die Liste ist sowieso nicht alphabetisch sortiert. Ich habe ja. So, machen jetzt hier einfach noch Hunger. So. Und schon haben wir Hunger Games. Jetzt starten wir jetzt selber mal kurz neu. Und jetzt sollten wir, wenn es wirklich daran lag, was wahrscheinlich ist, jetzt auch Hunger haben. Also diesen Hungerbalken. Lalala, Vollbild. So, Login. Ich glaube, ich bin online, sehr schön. Aber wenn ich mal bedenke, wie mit dem alten Laptop, also ich habe ja jetzt einen neueren Laptop und davor hatte ich ja die erste Zeit liefen meine MyTests auf so einem Intel Duo Laptop. Und wenn ich mal bedenke, wie lange es da gebraucht hat, bis der Creator Server mal hochgefahren ist. Und jetzt geht's halt einfach ratzfatz. Ist schon geil. So. Und schon haben wir auch die Sättigung. Und man sieht, unser Hungerbalken füllt sich langsam auf. Weil wir gesättigt sind. Sehr geil. Das heißt, wenn ich jetzt Äpfel esse, so muss das sein. Easy. Okay, das heißt also, ich habe wirklich einfach nur das vergessen. Wobei ich ja meine alten Ordnerstruktur dieses Hotbar Hangers gar nicht gefunden hatte. Das hatte mich damals schon gewundert gehabt. Kann es sein, dass es dieses Hotbar Hanger ursprünglich mit integriert war in Hotbars und erst später aufgesplittet wurde? Oder war es damals ein Modpack oder irgendwie so? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, eine separate Mod, die Hotbar Hangers hieß, hatte ich damals nicht. Zumindest nicht gefunden. Augenscheinlich. Aber wie gesagt, jetzt ist hier eine extra Mod. Also haben wir sie jetzt auch installiert und schon funktioniert das auch. Sehr geil. Mein Geldbanknote. Ja, ich habe dieses Geld erstmal mit hinzugefügt. Was wir daraus machen, weiß ich noch nicht so genau. Ob ich das einfach zu den Spielern überlasse, dass die damit irgendwelche Lehen aufbauen. Oder ob ich direkt am Spawn wir selber auch ein paar Spawn-Lehen aufbaue, wo ich dann auch Sachen anbiete. So, dann hatte ich ja damals so eine kleine Smart... Smart Shops hießen die, ne? Smart Shop-Tafeln gebaut, wo dann man so Pflanzensamen und sowas kaufen konnte. So das Grundlegende halt. Wo laufen wir eigentlich überall? Irgendwo hin. Wir laufen gerade... Waren hier nicht irgendwie grünere Bäume? Ist immer noch alles so hässlich. Warum sind da Steine? Oh, ist hier ein Dungeon? Oh, hier ist ein Dungeon. Oh, hier ist ein Dungeon. Kommen wir da runter? Wir haben... Erde haben wir dabei. Das ist sehr gut. Dann gehen wir doch immer direkt rein. Doink. Ja, ne, ich habe wieder auch diese Fackellicht-Mod natürlich drauf. Also eigentlich alle Mods, die ich auch früher drauf hatte, sind auch drauf. Es gibt, soweit ich weiß, keine einzige Mod, die nicht mehr drauf ist. Oh, wow, wir haben noch ein paar Fackeln. Ja, anders als die Treasure Chest in meinem Klon, enthalten die hier nicht zwangsweise sinnvolle Sachen. Also zwangsweise ist ja bei meinem Klon auch nicht der Fall. Aber dort enthalten sie ja meistens doch schönere Sachen. Hier können sie wirklich alles enthalten. Also auch Sachen, die nicht so schön sind. So, wo geht's hier runter? Da geht's auch noch irgendwo lang. Nee, geht's nicht.
Oh. Ernsthaft? Also das ist jetzt aber hier wirklich, wow. Ist die Mod kaputt? Gibt es hier nur noch Fackeln oder was? Gut, da waren wir bereits. Wo war dieser andere Gang? Ich habe hier noch einen Gang gesehen. Hier irgendwo war doch noch ein Gang. War denn der? Genau, da. Aber da geht's auch noch raus. Und was hast du? Guck mal, da ist nämlich noch was. Der komme ich aber nicht hin. Das heißt, wir müssen uns hier mal reinbauen. Danke. Ah. Oh, Kohle. Ja, die Sachen nehme ich mal gerne. Die Sachen können drinnen bleiben. Die braucht keine Sau. Und jetzt sogar eine Treppe da draußen. Geil. Cool. Was da oben? Und noch ein großer Raum ohne Inhalt. Okay. Gut. Ah, dann wird's grüner. Sehr schön. Ja, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hier in so einem Tannenwald zu sein. Aber okay, wie viel grüner willst du nicht? Ich dachte, hier mit den Pflänzchen kommen mal ein paar frischere Farben rein. Die scheint wohl nicht so zu sein. So, was ich auch mal probieren könnte, wäre vielleicht die Tierrate ein bisschen hochzusetzen. Die ist, glaube ich, immer noch auf 0,1. Und wenn ich mich recht entsinne, weil ich sehe tatsächlich kein einziges Tier. Das ist so nicht in Ordnung. Machen wir mal kurz Programm beenden. Und gehen wir nochmal bei unserem Server rein hier. Runterfahren. Shutting down. Ah, komm, runter. Ja, diese Biome ums Leib, die braucht irgendwie relativ lange zum Runterfahren, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt brauche, diese Mod. Die war früher drauf. Deswegen habe ich jetzt auch wieder drauf geklatscht. Ob es eine Abhängigkeit von irgendwas ist, keine Ahnung. Was wollte ich machen? Ich wollte hier, da, mytest.conf. So. Und hier haben wir nämlich irgendwo Spawn. Static Spawn Point? Nö, habe ich ihn nicht. Hallo? So. Der ist gerade mal auf 2. Sollte also eigentlich gar nicht so. Genau, das ist auch deaktiviert. Na gut, dann versteht aber nicht, warum keine Tiere spawnen. Ich meine, wir können natürlich mal reingucken. Warum sind die eigentlich noch so klein? Ich glaube, ich habe das Programm noch gar nicht auf 4K umgestellt. Das läuft immer noch auf unsere Full HD Settings. Ja, so, jetzt ist er hochgefahren. Jetzt sollte es funktionieren. Ah, da funktioniert es auch schon. Sehr schön. Sehr, sehr geil. So. Mal gucken, ob die Tiermod überhaupt aktiv ist. Wir sind ja ganz einfach daran, dass wir hier Tiere haben müssten. Alter, 120. Ich mach mal so kurz andersrum. Wir suchen mal nach Sheep und finden ganz viele Sheeps. Das heißt, die Tiermod ist auf jeden Fall aktiv. Aber warum spawnt dann keiner? Man weiß es nicht. Diese Mod ist mir unergründlich. Okay. Achso, wir wollten in die Höhle da reingehen gucken wegen Rohstoffen. Hier ist ein Eingang. Hier ist ein Eingang. Aber der scheint mir doch sehr steil zu sein.
Nicht, dass wir da nicht unbedingt wieder, also nicht, dass wir da nicht rauskommen unbedingt, weil hier sieht es relativ gut aus, aber ich glaube, ein Stück hochkramen werden wir uns auf jeden Fall müssen. Und schon hört es auf mit die. Sachen. Ist jetzt aber hier auch direkt am Spawn überall diesen Glowstone, ne? Der war ja früher auch nicht der Fall. Weil es ja auch zum Beispiel einer von den Blöcken, die durch diese Technics-Mod hinzugekommen ist. Und der war ja damals beim Spawn oder im Spawn-Bereich weit und breit nicht zu sehen. Und jetzt ist er aber überall. Achso, ich soll mal meine Fackel in die Hand nehmen. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei diesem Glowstone, dass du immer diese Kanten hast. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Aber gut, andererseits. Oh, guck mal, hier gibt es sogar Kleinsteine. Die kann man aber natürlich nicht aufheben, weil die festgewachsen sind. Sehr nice. So. Okay, ist doch sehr klein. Eisen gibt es ja leider keins. Weißt du was? Wir nehmen einfach mal sowas hier mit. Was uns das bringt? Ich habe keine Ahnung. Nee, mit Hand abholen kann man es nicht. Schade. Mal, darum geht es noch weiter. Geht es da wieder raus oder was? Ja, sieht fast so aus. Hier haben wir auch ein bisschen Kohle. Kohle kann nie schaden. Ah, da komme ich jetzt nicht so ran. Geronimo! Bumm. Yay. So, gucken wir mal, was da hinten weitergeht. Da ist ganz viel Gravel. Aber leider halt nirgendwo Eisen, aber das ist ja allgemein bei My Test Game so gewesen, ne, dass hier das mit Eisen mittlerweile relativ mau aussieht. Das heißt, wir verlassen mal wieder hier diesen tristen Ort. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, von wo wir überhaupt gekommen sind. Aber wir waren, glaube ich, hier in die Richtung unterwegs. Das ist schon mal ein Berg. Hä? Das ist unser Let's Play-Gebiet. Hinten war doch unser Let's Play. Wie sind wir denn jetzt in die Richtung gekommen? Wir sind doch in die Richtung gelaufen. Habe ich irgendwo verkehrt Marsch gemacht? Wir waren doch eigentlich auf der. Wir hatten doch eigentlich so grüne Bäume vor uns gehabt. Ah, ich glaube, wir sind irgendwo umgedreht. Ah, super. Ah, da hinten, da waren so nämlich grüne Bäume. Oh, da wollte ich eigentlich hin. Wow, jetzt sind wir ganz an falschen Ort gelaufen. Gut, dann gehen wir wieder zu unserer kleinen Let's Play-Bude und gehen da einfach mal dran vorbei. Da waren ja auch relativ schöne Gebiete. Oha. Ja, ich glaube, ich hier runterspringen, werden wir nicht überleben. Unsere Brücke gibt es hier natürlich auch nicht. Ne? Das ist natürlich. Komme ich hier überhaupt irgendwo runter? Nee, komme ich gar nicht lang. Schade. Ich finde es bei so schade, dass bei Sättigung immer nur ganze Integer-Werte auftauchen. Ne? Also 30, 29, 28. Warum haben sie denn hier überhaupt einen Punkt 0, wenn da eh immer Punkt 0 steht? Also, verstehe ich nicht wirklich. Ich werde diesen Sprung wahrscheinlich nicht überleben. Egal. Ah, überlebt. Boing. Hab nicht mal Schaden bekommen. Lol. Lolloroffel. So, hier haben wir wieder ein paar andere Bäume. Vor allem auch mal ein bisschen grüne Erde. Können wir aber gleich mal hier ein paar Pflanzen mitnehmen. So. Ein paar Äpfel, die sind schön. Ach so, ich laufe bei sogar immer noch im Fenstermodus, ne? Diesmal hat er aber das Fenster wiedergefunden. Dieses OBS, ne, das macht mich gaga. So, jetzt läuft es auch ein bisschen flüssiger. So. Die Range ist irgendwie ganz schön weit, ne? Man muss gar nicht so nah dran stehen, damit du die Dinger schon einfangen kann.
Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heftig. Ich hätte eher so, dass man die erst einsammelt, wenn man wirklich, also maximal einen Block entfernt ist. Aber so ist auch das Wegwerfen von Sachen zwar möglich, aber wenn du dabei so nach unten guckst, dann holst du direkt wieder auf. Ja, Suspekt. Naja. Aber sonst hier so Pflanzen gibt es nicht wirklich viele, oder die verstecken sich ja alle. Also hoffenweise grün, ja, aber keine Früchte, kein Obst, kein gar nichts. Da vorne ist was. Was bist du? Du bist Stachelha. Stachel. Was? Stachtelheim. Ah, Schachtel. Wow. Ja, keine Ahnung. Können wir die Steine für irgendwas gebrauchen? Hey, er fliegt ja weg hier, Alter. Hallo? So. Gehen wir mal weiter. Da hinten ist unsere, das ist genau die Insel, wo wir damals das Let's Play drauf hatten. Unsere Let's Play Hütte. Hier hatten wir unser Riesenfeld. Ah, good old times. Guck mal, da oben ist ein bisschen was, oder? Ne, sind bloß Blumen. Ah, wieso gibt es denn hier kein Gemüse? Hier, die ganzen Sachen. Die suche ich alle vergebens. Wobei jetzt weniger geworden, ne? Warte mal kurz, ich guck mal kurz ein hier. Farming? Ja, nee, doch. Ist eine ganze Menge. Drei Seiten, ja, genau. Okay, zwei Seiten nochmal. Aber hier wächst halt gar nichts. Was ist denn los? Hier ist nur Blumen. Drei eine Blumenwiese. Und du bist ja von diesen Dingern, wo ich nicht glaube, dass die irgendwas nahrungstechnisch Sinnvolles sind. Ah, Beeren. Da kann ich mich ja gar nicht beschweren. Okay. Danke. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was wir für diese Steine gebrauchen können. So, und ich würde nämlich gerne nach da hinten ein bisschen gehen. Jenseits von dieser großen Klippe, da waren ja auch ein paar schöne Gebiete. Dass dieser Sand immer so laut sein muss, verstehe das nicht. Yay, Jonimo. So. Da hinten haben wir diesen wunderschönen Dschungel, deren Bäume bis heute hässlich aussehen. Also jetzt nicht unbedingt hell, doch hässlich, doch, ja. Mit dem Wort kann ich leben. Die Baumstämme sehen einfach zu bunt aus, also zu. Die stechen zu weit hervor, das sieht nicht gut aus. Da hinten ist ein Warp. Ein fucking Warp. Wie gesagt, mir. Yeah. Können wir die jetzt irgendwo anbringen? Warte mal kurz. Kann ich die jetzt hier einfach irgendwo anbringen und dann. Nee, ne? Nee. Kann ich nur an bestimmten Sachen einbringen? Ich glaube an Erde zum Beispiel. Hier ist aber keine Erde, die ist überall irgendwo. Ich mach mal kurz die ab hier. So, hier konnte ich ranhängen. Hier auch nicht. Wow. Okay. Schade. Ich dachte, wir können es damit irgendwo abwählen. So, jetzt aber nur zu Eisen. Ja, ich glaube, über der Wasseroberfläche finden wir sowieso gar kein Eisen. Ne? Das ging frühestens mit Null los. So.
Ganz schön dunkel. Bisschen wieder, bisschen. Ah, nee. Dachte gerade, das ist hier Diamant gewesen, aber es ist bloß. Ah, dieses komische Blauzeug. Komische Blauzeug halt. So, das war Blei. Wie hieß das Zeug denn nochmal? Ah, nee, das ist Zinn. Stimmt, es gab Zinn, Chrom und jetzt noch dieses komische andere blaue Zeug. Ist auch egal. Brauchen wir auf jeden Fall beides nicht, denn so weit sind wir noch lange nicht, dass wir mit solchen Materialien irgendwas anfangen können. Komme ich eigentlich irgendwann wieder hoch? Nee, ne? Ah, mal gucken. Okay, jetzt aber schön runter. Huhu. Oha, oha. Ja, Monster scheinen auch können zu spawnen. Wir werden nie wieder rauskommen. Ich hoffe, das ist euch, ne? Ich hoffe, das ist euch klar. Und hier geht's wieder hoch. Und kein Eisen. Nur haufenweise Zinn. Können wir mit Zinn überhaupt irgendwas machen? Nee, ne? Können wir da meine Fackel nach da hinten packen? Dankeschön. So, wo ist meine Fackel hin? Achso. Na gut, mit Blei können wir noch weniger anfangen als mit Zinn. Wo sind die großen Eisenvorkommen? Okay, ich gehe noch ein bisschen runter. Das war's dann aber auch schon. Ja, da geht's wieder hoch. Das ist ja nicht so geil. Hier geht's auch nicht wirklich weiter. Halt, lass mich hoch. Wow. Wow. Nur Kohle. Sehr deprimierend. Das ist ein bisschen schade. Gut. Dann lassen wir mal die Höhle sein und in der nächsten Folge gucken wir mal ein bisschen eher so nach Gebiet, wo wir uns niederlassen können, erstmal. So ein bisschen Strandgebiet und so. Genau. Damit wir mal ein paar Felder bauen können, ein bisschen Nahrung. Ich meine, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Nahrung dabei, aber so schnell finden tun wir scheinbar keine. Das heißt, wir müssen relativ schnell sesshaft werden. Bis dann.